Nahezu kerzengerade geht der Kurs nach oben. Das ist ja erstmal ein ganz gutes Zeichen. Hier nach dem Wochenende erstmal eine sehr, sehr, ja, schöne Bewegung nach oben, zumindest mal jetzt nach der Börseneröffnung. Bis dahin sah es noch relativ mau aus mit der Abwärtsbewegung. Anschließend dann, wir sehen, dass hier einen richtig deutlichen Schub hoch, auch relativ wackelig hier wieder nach unten. Also wer da im Kleinen schon mal geguckt hat heute Nachmittag, der hat eigentlich schon mal so halbwegs das Muster gesehen, was ich immer ganz gerne sehe, nämlich eine relativ starke Aufwärtsseite, eine klare ABC-Geschichte und die Erwartungshaltung, dass sich das vorne da hinten nochmal wiederholt. Also der ganze Schwung da hinten sich nochmal fortsetzt. Insgesamt, das hatte ich ja schon am Wochenende oder am gestrigen Feiertag mit einem Video nochmal kommentiert, diese Geschichte sieht sehr nach einer Pause aus. Und das, was wir hier jetzt sehen, ihr seht das hier vom tiefsten Punkt in dieser Abwärtsbewegung. Also wir hätten echt eine Chance, dass wir jetzt uns weiter nach oben fortsetzen. Für all diejenigen, die jetzt im Intraday-Handel unterwegs sind, mal auf so kleinere Rücksetzer dieser Art vielleicht warten. Das muss nicht im Minutenchart sein, kann auch im 5-Minuten-Chart sein. Irgendwie sowas in der Richtung, aber eben Fortsetzung nach oben. Allerdings vorsichtig, ich habe es im, wie gesagt, angesprochenem Wochenendvideo mit dem Überblick ja schon angedeutet. Vorsichtig, das muss nicht einhellig, also direkt jetzt kilometerweit nach oben laufen. Dafür gibt es eigentlich ganz gute Anzeichen aus dem Tageschart, aber ich will euch nicht die gleiche Story nochmal erzählen, wer es schon gesehen hat. Der langweilt sich sonst, und ansonsten schaut euch gerne das Video an. Es ist ja in YouTube und auf finanzmarktwelt.de zu erreichen. Also ihr seht, der Schub nach oben, der macht im Moment Mut. Das ist beim S&P 500 nicht groß anders. Starke Aufwärtsbewegung, hier die Pause und die Fortsetzung. Und das ist einfach eine Andeutung dafür, dass vorläufig die Aufwärtsbewegung eben gilt. Wenn auch nicht ewig weit, aber wir können uns mal merken, neue Allzeithochs, naja, Allzeit ist falsch, neue Mai-Hochs kann man auch nicht mehr sagen, Mai ist schon rum, aber neue Juni-Hochs, das kann man durchaus sagen, die sind deutlich wahrscheinlicher geworden mit so einem Anstieg hier. Wichtig jetzt, dass Gegenbewegungen, also Abwärtsbewegungen, wackelig sind, möglichst dreiwellig, wie wir sie eben beim Nasdaq im Nahkampf gesehen haben oder eben andeutungsweise auch hier. Das ist beim Dow Jones nicht großartig anders. Auch hier ist jetzt gerade die Aufwärtsrichtung die sehr, sehr starke. Also vorläufig erstmal auch für den heutigen Nachmittag und Abend vielleicht die Aufwärtsseite ganz, oder was heißt vielleicht, ganz klar zu bevorzugen. Insbesondere solange Abwärtsbewegungen eher dann harmlos ausfallen. Irgendwie sowas oder von mir aus dreiwellig. Dann geht da auf jeden Fall noch was. Das wäre sehr typisch. Denkt immer an diese typischen Trigger, die wir da haben. Also für die Kurzfristigen ist also erstmal gesorgt, scheinbar mit weiter aufwärts gerichteter Notierung, wobei ich sagen muss, dass das Gesamtbild hier beim Dow Jones, wenn ich mir hier auf dem 4-Stunden-Chart mir das angucke, längst nicht so schön ist, wie es beim Nasdaq ist. Also Nasdaq scheint im Moment die schönste der treibenden Kräfte zu sein und ebenfalls die besten Voraussetzungen sozusagen zu bieten dafür, dass die Bewegung als nächstes ja sich nach oben ordentlich fortsetzt. Und der DAX, gucken wir ganz kurz auf den Index, beziehungsweise eigentlich können wir auch direkt auf den Future gucken, der sieht grundsätzlich ähnlich aus. Die Bewegung ist hier auch jüngst hier in diesem letzten Teilstück sehr, sehr stark nach oben gegangen. Das lässt vermuten, dass die Aufwärtsbewegung auch hier die gültige ist. Und das übergeordnete Bild, wie ja schon mehrmals angesprochen, auch im Wochenendvideo jetzt, da deutet ja auch weiter darauf hin, dass wir eigentlich ganz gute Chancen haben, dass wir generell vorläufig, das heißt die nächsten Wochen, noch weiter nach oben gehen. Das ist kein Versprechen, aber die Ausgestaltung der Bewegung aktuell deutet das zumindest mal an und gibt zumindest keinen echten Grund für die Abwärtsseite. Wann würde mein Bild kippen? Und das ist jetzt völlig egal, auf welchem dieser Indizes ich argumentiere. Was ich irgendwann nicht mehr so lustig fände, ist, wenn wir doch eine starke Abwärtsseite bekommen und etwas Wackeliges nach oben. Das würde mir Sorgen bereiten, also so ähnlich wie das, was wir hier haben, das und dann A, B, C nach oben. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn wir dann hier diese Seite triggern, ist es sehr, sehr realistisch, dass sich die Abwärtsseite vorläufig nochmal fortsetzt, also die Abwärtsseite dann sich ja, zumindest mal für den Moment nochmal durchsetzt mit der Mindestwahrscheinlichkeit, dass das ja hier eigentlich sich nochmal plus vielleicht mehr sogar noch, aber zumindest das nochmal fortsetzt. Das ist allerdings erstmal im Kleinen. Ihr seht, im Großen gibt es dafür noch wenig Hinweise. Solange wir also das im Kleinen noch nicht sehen, müssen wir uns im Großen ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig die Riesengedanken machen. Und bis wir hier
irgendwelche starken Schubbewegungen wieder haben, so ähnlich wie wir das hier hatten vielleicht und dann A, B, C im größeren Bild. Naja, bis dahin wird es sicherlich noch viele Stunden oder müsste es viele Stunden abwärts gehen und bis dahin, denke ich, sprechen wir uns wieder. Also vorläufig ist es wohl die bullische Seite, allerdings nicht jetzt auf dem höchsten Punkt einkaufen. Wartet auf den nächsten wackeligen Rücksetzer, ähnlich wie wir das beim Nasdaq hier eben besprochen haben, und geht dann gegebenenfalls in die entsprechende starke Richtung aktuell, also die Aufwärtsrichtung, nochmal in den Markt. So sehen wir das zumindest mal. In der Hoffnung, dass euch das hilft und dass es auch natürlich in diesem Fall wunderbar funktioniert. Das ist nicht immer so, aber mit dem Wunsch, dass es euch gelingen mag, euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.